Hallo an alle Zuschauer und willkommen zu dieser neuen Sendung. Das Establishment hat ja gespannt auf die AfD geschaut. Nachdem man zum Anfang des Jahres diese absolute Megakampagne gegen die AfD gestartet hatte, hatte man sich gedacht, schafft man es, sie loszuwerden, schafft man es, sie entscheidend zu schwächen. Und nun hat die AfD einen phänomenalen Wahlsieg gehört, der wirklich ganz klar zeigt, nein, man schafft es eben nicht. Und es liegt vor allem auch daran, dass Alice Weidel gerade wirklich etwas Unfassbares schafft und der Rundfunk nur noch am Rumheulen ist. Mehr dazu erfahrt ihr im heutigen journalistischen Beitrag. Es ist ja so ziemlich ein offener Kampf mit offenem Visier, das kann man gar nicht anders sagen, denn seit das Wahljahr 2024 gestartet ist, können wir ganz deutlich sehen, wo wir eigentlich stehen. Es wird wirklich alles, was irgendwie möglich ist, auf die Altertier für Deutschland abgefeuert und das alles hat ja begonnen mit dieser sogenannten Korrektivkampagne, wo ja ganz böses Grauen über die AfD verbreitet wird. Nur was von den Medien weniger verbreitet wird, ist der Fakt tatsächlich, dass jetzt eben auch die Betroffenen, die bei diesem Treffen waren, mit diesem ominösen, angeblichen Geheimtreffen, was es ja so vielleicht in der Form gar nicht gegeben hat, man weiß es ja nicht so genau, das ist jetzt vor Gericht, also das wird jetzt Gegenstand einer Gerichtsverhandlung werden, denn Teilnehmer klagen dagegen und gegen die Berichterstattung von Korrektiv. Und deswegen sage ich es nach wie vor, es ist aus journalistischer Sicht wirklich sträflich, hier, wo es Aussage gegen Aussage steht, also irgendwelche Privatpersonen, die auf einem Treffen waren und eben ein Rechercheverbund wie Korrektiv, der ja auch nicht unbedingt neutral ist, der ein sehr links lastiges Programm hat oder zumindest in dieser Richtung politisch mehr oder weniger agiert. Einzelne Leute, die da arbeiten, haben ja nachweislich ganz oft auch schon was dazu gepostet, wo man schon verorten kann, dass die auch mehr oder weniger privat gegen Recht sind. Also muss man sagen, es ist einfach Stand jetzt normal, Aussage gegen Aussage. Also Linke sagen, wir sehen das so, Rechte sagen, wir sehen das so. Warum man jetzt aber eine Berichterstattung macht, die sich auf Korrektiv bezieht und sagt, was die Linken sagen, das ist Fakt und was die anderen sagen, das ist alles nur unwahr und das ist alles nur Verdrehung, das kann ich nicht nachvollziehen. Das ist vollkommen unseriös. Ich muss auch ehrlich sagen, dieser linke Einschlag der Presse, den merkt man eben auch ganz deutlich bei den Rundfunkformaten. Denn ich kann es nicht anders sagen, was gerade bei ARD veranstaltet wird, Leute, das ist wirklich nur noch aktivistisches Rumgeheule. Also jeden Tag wird geheult, AfD böse, AfD schlimm. Ich blende euch hier mal ein paar Beispiele ein, Kontraste. Hat ja wirklich rumgeheult, oh, die böse AfD, die lässt uns ja nicht zu sich eben, wir dürfen da eben keine journalistische Arbeit machen, hat sich praktisch reingeklagt, um bei der AfD berichten zu können. Und jetzt kann man natürlich sagen, klar, die Pressefreiheit, aber wozu wird dann diese sogenannte Pressefreiheit genutzt? Da kann man vielleicht verstehen, warum die nicht unbedingt erwünscht sind. Ich zeige euch hier zum Beispiel von der Facebook-Seite von Kontraste, da wird ein Beitrag gebracht, sind wir schon wieder so weit wie 1933 und dazu ein Anti-AfD-Video. Ich muss ehrlich sagen, Leute, das ist einfach kein Journalismus, das ist einfach nur noch Propaganda. Das ist ganz üble Propaganda, weil man wirklich versucht, diesen geschichtlichen Vergleich, diese Parallele irgendwie zu ziehen, egal wie irrational, egal wie wahnsinnig es eben ist. Und man muss ehrlich sagen, das ist wirklich Linksaußenaktivismus. Kein normal denkender Mensch würde eben solche Vergleiche ziehen aus der bürgerlichen Mitte. Und da kann man schon verstehen, dass das eben der AfD auch nicht passt, dass sie das unfair finden. Und man kann sagen, das geht ja in einer Tour so weiter, gerade auch bei den Rundfunksendern. Da wird sich zum Beispiel beschwert vom Rundfunk, von ARD, wie die AfD mit ihrer Medienstrategie Propaganda macht, kam neulich. Da sage ich mal ganz klar, das ist ja was ganz Neues. Alle anderen Parteien, die haben ja gar keine Medienstrategie. Die Grünen, die würden sich nie erdreisten, mit Medien grüne Propaganda zu machen. Nein, das macht natürlich nur die doofe, doofe, böse AfD. Also auf dem Level sind wir mittlerweile schon richtig Kindergarten. Man zeigt mit dem Finger immer auf eine Partei, die einfach ganz normale Dinge macht, die alle anderen Parteien eben auch machen, die zum politischen Meinungskampf, der demokratisch eindeutig notwendig und erwünscht ist in einem demokratischen Land, dazugehören. Und das könnte man ewig so weitermachen. Das Rumgeheule von ARD wurde auch bei Panorama sehr sichtbar, denn da wurde er ganz populistisch getitelt, Millionen Deutsche haben Angst vor Abschiebung. Auch jetzt wieder. Es hat nie irgendjemand von der AfD nachweisbar gesagt, dass man Millionen Deutsche abschieben will. Allein schon Deutsche abschieben. Was soll das bitte für ein Unsinn sein, dass die AfD ein Parteiprogramm hat, wo man ganz klar nachlesen kann, dass es um die rechtsstaatliche Zurückführung eben von Ausländern geht, die eben in diesem Land auch rechtsstaatlich zurückgeführt werden können. Das ist ja ganz was anderes. Also mit anderen Worten, solche Umfragen überhaupt zu machen, das ist ja schon aktuell Stimmungsmache. Man kann es sich anders nennen. Und vor allem richtig peinliche Stimmungsmache. Man möchte wirklich unbedingt
unbedingt diese Botschaft transportieren, die AfD ist böse, wählt sie in diesem Wahljahr einfach nicht. Und da werden ja mittlerweile schon Größen eben herantreten, um diese Botschaft auch zu zementieren, wie zum Beispiel Uli Hoeneß. Ja, habt richtig gehört. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, was das jetzt werden soll. Ex-Häftlinge gegen rechts oder wie nennt sich so eine Aktion? Aber der meinte ja auch, die AfD-Werte, die würden ihm große Sorgen machen und es dürfe nie passieren, dass die AfD eben wirklich in die Regierung kommt. Da muss ich ehrlich sagen, warum meint Uli Hoeneß eigentlich uns sagen zu können, was wir wählen sollen? Ich meine, was ist es denn eigentlich? Ist es so, er denkt jetzt irgendwie, weil er halt schon mal richtig Mist gebaut hat im Leben, dass er jetzt wieder Pluspunkte sammeln kann, wieder zu den Guten gehören kann, wenn er ein bisschen Gratismut zeigt und gegen die AfD hetzt? Also schreibt dazu mal gerne eure Meinung in die Kommentare. Aber diese Promis gegen Rechtsgeschichte, die wird auch jeden Tag lächerlicher, weil es einfach immer so durchschaubar ist. Mal ist es eben jemand, der wieder Pluspunkte in der Gesellschaft sammeln will, wie zum Beispiel Kachelmann oder wie zum Beispiel Uli Hoeneß, die oft gegen die AfD hetzen. Mal sind es dann wieder Leute, die tatsächlich auch abhängig sind vom Rundfunk, wo man deutlich sagen kann, die wollen ja weiter ihre Shows haben, wie Helene Fischer oder eben Silbereisen. Und dann sind es natürlich auch ganz oft Rundfunksender selbst, wie ARD hier, die so rumheulen, wo man ganz klar sagen muss, warum machen die das? Ganz klare Antwort, weil die AfD den Rundfunkbeitrag abschaffen will. Also warum hetzen die alle gegen die AfD? Weil es eben der Ast ist, auf dem sie sitzen und der soll eben demokratisch abgesägt werden. Klar, dass es diesen Leuten nicht passt. Und die AfD hat nun etwas Unglaubliches geschafft. Sie hat in Berlin weiter zugelegt, trotz all der Diffamierung, trotz all dieser Hetze, hat die AfD weiter zugelegt, hat ihr Wahlergebnis quasi verdoppelt. Und ich muss ehrlich sagen, Leute, 12,6% im linken Berlin, das ist wirklich extrem stark, auch im Kontext dessen, dass es eben davor 7% gewesen sind. Also die ganzen linken Demos gegen rechts, die Promi-Appelle, die haben nichts gebracht. Und woran das liegt? Nun daran, dass Alice Weidel gerade wirklich etwas Unfassbares schafft. Was genau gemeint ist, das zeige ich euch gleich. Doch bevor wir dazu kommen, was Alice Weidel gerade Unglaubliches schafft, noch etwas ganz Wichtiges, Leute. Ich bekomme aktuell massenhaft Kommentare wie diesen, den ich hier einblende, dass mir Leute wirklich schreiben, sie sind Abonnent dieses Kanals, sie schauen die Videos immer und plötzlich wäre ihr Abo einfach weg oder sie würden die Videos gar nicht mehr vorgeschlagen bekommen von YouTube. Und deswegen sage ich, Leute, ich habe ja eine massive Gegenoffensive gestartet vor langer Zeit und seit ich das hier so mache, seit ich zum Abonnieren während des Videos aufrufe, seht ihr, wächst dieser Kanal wieder rasant und ganz viele Menschen schreiben auch, es hat sehr geholfen, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Also macht unbedingt beides jetzt vollkommen kostenfrei. Warum ihr noch während des laufenden Videos einfach jetzt diesen Kanal kostenfrei abonnieren und die Glocke aktivieren solltet, ist es ganz einfach. Es kostet euch nämlich überhaupt nichts, aber ihr habt damit eben extremen Anteil daran, wenn es wieder aufwärts geht mit diesem Kanal, mit der Reichweite dieses Kanals und wir eben diese Botschaften hier verbreiten können. Denn darum geht es, es ist ein viraler Kampf und die Rundfunksender, die haben diesen Kampf längst angenommen. Und warum? Das zeige ich euch gleich, denn sie stürzen sich gerade auf Alice Weidel. Denn Alice Weidel, die schafft wirklich etwas Unfassbares. Alice Weidel begeistert die Jugend. Das musste jetzt auch der Fokus zugeben, dass Alice Weidel eben bei der Jugend viral gehen würde mit Videos. Und das hat das ZDF hier eben analysiert. Und das finde ich sehr interessant, weil da liest man raus, dass es eben gerade das Establishment auch sehr stört, dass plötzlich auch die Jugend aufwacht, dass junge Menschen immer häufiger AfD wählen. Und Achtung, die bösen sozialen Medien, die sind jetzt schuld daran. Auch dass soziale Medien eigentlich auch nur Medien sind, mit denen man eben Meinungen transportieren kann. Und wenn diese Meinungen schlecht wären, wird sie auch keiner mögen, sondern die sind eben gut. Deswegen mögen die Leute sie. Soweit denkt man da natürlich nicht. Nein, diese Leute sind einfach gekränkt, weil sie eben beim Rundfunk ihr Monopol verlieren, Meinungen zu machen, weil sie jetzt ihr linkes Monopol, Leuten erklären zu dürfen, wie die Welt aussieht, verlieren. Deswegen sagen sie jetzt eben, oh, die bösen sozialen Medien und Frau Weidel, das wäre so schlimm, dass sie die jungen Menschen eben ansprechen würde. Und es ging ja so weit, einige Medien haben ja auch berichtet eben, es kann sein, dass ihre Kinder sich gerade Frau Weidel angucken. Und da muss ich auch ehrlich sagen, Alice Weidel hat ihr wirklich etwas Unfassbares geschafft, nämlich sie ist so eine Art Ikone auch für junge Menschen geworden. Das bekomme ich immer wieder mit auch. Ich sehe, was Leute so teilen. Ich sehe, was Leute meiner Generation im Netz so verbreiten. Und Alice Weidel hat so einen richtigen Kultstatus bekommen. Auch in vielen Familien ist es so, dass man sagt, habt ihr schon das neue Video von Weidel gesehen oder eben die neue Rede, die wieder viral geht? Das ist so etwas, ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr das auch so seht. Wir müssen wirklich mal sagen, ich sehe das so, Alice Weidel hat ihr wirklich was Krasses geschafft. Sie hat es geschafft, die AfD wirklich jugendfähig zu machen. Oder sie hat zumindest einen großen Anteil daran. Natürlich haben da viele Menschen dran gearbeitet, ganz klar. Aber es ist eben schon auffällig, muss ich sagen, dass Alice Weidel soziale Medien so gut beherrscht und nur deswegen haben sie ja gerade so massive Angst. Und die Berlin-Wahl, das ist ja auch so ein deutliches Zeichen eben, dass es mit der AfD trotzdem weiter aufwärts geht, trotz des massiven Beschusses. Auch da würde ich sagen, zahlt es sich eben aus, dass die AfD so populär ist, dass sie ihre eigenen Medien bespielt, dass sie soziale Medienreichweiten hat. Das heißt, die Menschen, die schauen sich gar nicht irgendwelche Korrektivdiffamierung an, die schauen sich wirklich freie Medien mittlerweile an. Und
dazu zähle ich ja auch meinen Kanal, deswegen sage ich, das ist wirklich sehr interessant. Safsan Schäbli hat es ja bestätigt, dass wir weiterhin am Gewinnen sind. Sie hat ja gesagt, es kann doch nicht sein, so nach dem Motto, die AfD liegt weiter zu, nach allem, was man jetzt weiß. Und da sage ich ganz ehrlich, oh, haben die Demos gegen rechts etwa nichts gebracht? Genau so liest sich das, aber genau so denken diese Leute, die haben sich wahrscheinlich gedacht, die stellen sich auf die Straße, stampfen ein bisschen mit den Füßchen wütend auf, sagen AfD doof und dann ist die böse AfD wieder weg. Nein, so wird es nicht laufen. Es läuft gerade eine Wende im Land, die Menschen denken um, die Daten, die Wahlen bestätigen. Deswegen meine Bitte, Leute, teilt dieses Video überall, zeigt es euren Freunden, zeigt es eurer Familie. Die Menschen müssen sehen, jeder kann jetzt Teil dieser demokratischen Wende sein. Und strategisch, es ist nun extrem wichtiges Folgendes zu bedenken, das solltet ihr alle wissen, wie wichtig das nämlich ist. Wir müssen mal schauen, wo stehen wir eigentlich. Wir stehen an einem Punkt, wo wir praktisch einen massiven Beschuss sehr gut weggesteckt haben. Wo eben die Wahlen kommen in Ostdeutschland, in Thüringen, in Sachsen, Brandenburg, aber auch schon die Europawahl eben am 9. Juni schon ganz früh, wo eben ganz Deutschland wählen kann. Und wir stehen so gut da wie noch nie, trotz massiven Beschusses. Das führt dazu, dass unsere Gegner sich weiter radikalisieren werden. Ich spüre gerade die Panik, weil sie sehen, dass die AfD-Werte nicht zurücksehen, weil sie sehen, dass die AfD sogar schon im linken Berlin eben weiter gewinnen kann. Wenn sie da gewinnen kann, kann sie überall gewinnen. Und das sehen sie eben deutlich und deswegen kriegen sie Panik, deswegen radikalisieren sie sich und sie schreiben zum Beispiel sowas, und das ist jetzt kein Witz, da schreiben mir Leute, sie freuen sich, mein Gesicht zu sehen, wenn mir bald der Stecker gezogen wird. Und da muss ich auch ehrlich sagen, das ist kein Einzelfall, Leute. Es vergeht mittlerweile kaum ein Tag mehr, an dem nicht sowas angekündigt wird. Mir wird der Stecker gezogen, ich werde verschwinden, teilweise auch deutlicher, ich werde aufgehängt, ich werde beseitigt. So geht es in einer Tour. Und eben auch in Kombination mit wirklich konkreten Aktionen gegen mich, mit Straftaten gegen mich, Straftaten, um mich finanziell zu schädigen, aber auch Straftaten eben, um mich und mein Umfeld einzuschüchtern. Man versucht eben alles, um Menschen Angst zu machen. Und das wird natürlich staatlich mehr oder weniger toleriert, weil diese Hetzstimmung gegen rechts ja auch von der Regierung unterstützt wird. Und da sehe ich, dass solche Menschen sich einfach motiviert fühlen zu sagen, wir quälen jetzt jemanden, wir machen Psychoterror. Solche Nachrichten beinhalten ja häufig auch so Drohungen wie, wir hören erst auf, hier Psychoterror auf dich auszuüben, wir machen dir das Leben zur Hölle, wenn du diesen Kanal nicht beendet. Und deswegen sage ich euch, Leute, ich bin euch unglaublich dankbar zu sehen, wie viele Menschen eigentlich hinter mir stehen. Zum Beispiel hat ein Mann jetzt geschrieben, dass er einen 20-Euro Dauerauftrag für meine journalistische Arbeit eingerichtet hat. Ich muss auch sagen, das ist es, was mich hier weiterkämpfen lässt. Ich sehe, dass Menschen es honorieren, dass ich hier mein Gesicht zeige, dass ich all diese Repressionen auf mich nehme. Und ich möchte wirklich jedem Einzelnen danken, der meine journalistische Arbeit jetzt erst recht freiwillig finanziell fördert. Die Möglichkeiten, wie ihr es tun könnt, blende ich euch hier im Video ein. Sie auch im obersten Kommentar unter dem Video verlinkt. Und ich möchte jedem Einzelnen danken, der meine Arbeit jetzt per Bankverbindung oder per PayPal unterstützt. Und dank euch kann ich hier auch gegen linke Repressionen weiterkämpfen. Und wirklich jeder Einzelne, der meine Arbeit unterstützt, macht den Unterschied, ob es auf diesem Kanal weitergehen kann oder nicht. Deswegen danke an jeden, der sich dazu ein Herz fasst. Ihr könnt jetzt noch diesen Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Nur dann sehen wir uns wirklich unzensiert zum nächsten Video wieder, Leute. Bis dann und ciao.